So, schönen Abend. Ich sehe noch nicht viel, die Brille ist noch beschlagen. Erstmal danke, Philipp, für die Einladung, hier zu sprechen. Ich leite die AG Pflanzenökologie Geobotanik oben in der Biologie und meine Arbeitsgruppe und ich, wir beschäftigen uns damit, wie Wälder sich an den Klimawandel anpassen können. Ich kann heute ja nicht in die Tiefe gehen, deswegen wollte ich gerne am Anfang eine Einladung aussprechen. Am 18. Januar nächsten Jahres, 18.30 Uhr, werde ich in der Ringvorlesung Gutes Leben in Gegenwart und Zukunft vom Fachbereich 21 und den Scientists for Future nochmal einen längeren Vortrag halten mit dem Titel Wald 4.0 und Klima, die Auswirkungen des Klimawandels auf die heimischen Wälder. Das wird als Video-Vortrag laufen, da kann sich also jeder einwählen. 20 tote Fichten durch die Stadt zu tragen, das wäre vor 3 Jahren eine wahnsinnig gelungene Provokation gewesen, um das Waldsterben in Deutschland sichtbar zu machen. Seit 2018 ist das leider traurige Realität. Bei ein bisschen mehr Licht und gutem Wetter könnten wir einfach über das Ehrenring-Center hinweg auf die Lahnberge gucken und würden deutlich mehr als 20 tote Fichten sehen. Wenn ihr mit einem Auto oder einem Zug durch Deutschland fahrt und rausguckt, egal in welchem Bundesland, dann werdet ihr auch überall tote Fichtengruppen oder ganze tote, abgestorbene Fichtenhänge sehen. Der Hintergrund ist die Dürre 2018-2019. Nach aktuellen Zahlen vom FNR sind durch diese Dürre 285.000 Hektar Wald in Deutschland abgestorben. 285.000 Hektar, was bedeutet das? Wie viel ist das? Das ist fast doppelt so viel wie alle Waldnationalparke, die wir haben in Deutschland zusammen. Das heißt, wir haben 160.000 Hektar Waldnationalpark und allein durch die Dürre von 2 Jahren sind 285.000 Hektar eingegangen. Das ist so viel wie 2,5% der Waldfläche überhaupt, die wir in Deutschland haben. Und es ist so viel wie 10% der Fichtenfläche, die wir in Deutschland haben. Was ist also passiert? Wie ihr alle wisst, 2018, 19, 2020 war nicht viel besser, haben wir sehr, sehr trockene und warme Jahre gehabt. In der Ökologie sprechen wir von 2018 von einem 500-Jahr-Event. Also das letzte Mal hatten wir eine solche Dürre sozusagen in 500-Jahreszyklen. Und letztendlich haben wir, wie für jeden Menschen sichtbaren Kipppunkt erreicht an der Stelle. Jetzt ist es ein anderer Kipppunkt, als es vielleicht auf den ersten Blick wirkt, zumindest in Hinsicht auf die Fichte. Die Fichte kommt als heimische Baumart bei uns vor allen Dingen in den deutschen Mittelgebirgen vor, also im Harz, im Bayerischen Wald. Da ist sie heimisch und zwar in den Hochlagen, in den höheren Lagen. In den Tieflagen, also zum Beispiel auch hier in Marburg, ist es hier eigentlich zu warm und zu trocken. Und sie wird in der Konkurrenz von der Buche ausgeschattet und hat eigentlich keine Chance, hier Bestände zu bilden. Das heißt, der Weg dahin, warum wir so viele Fichtenflächen überhaupt haben, liegt daran, dass sie eben der Brotbaum letztlich der deutschen Forstwirtschaft schon seit über 100 Jahren ist. Und das, was passiert ist, dass die Fichte, auch die jetzt da stehen, die 20, letztlich gar nicht an der Trockenheit per se gestorben sind, sondern in allermeisten Fällen ist das eine Interaktion aus Trockenheit und dann kommt in der Regel ein Käfer ins Spiel, das ist der Ypstopographus, also der auf Deutsch Buchdrucker genannte Fichtenbaumkäfer. Und das, was der macht, ist, dass der letztendlich seine Eier unter die Rinde legt und dann werden Fraßgänge gebildet und letztendlich Leitbahnen zerstört vom Baum und das ist letztendlich die Ursache für den Tod. Und das, was die Forstwirtschaft immer gemacht hat, ist, dass sie das verhindert, indem eben Waldarbeiter hingehen, sobald irgendwo eine Fichte betroffen ist, wird der Baum gerodet und die Borke wird abgetragen und die Fichtenborkenkäfer werden vernichtet, damit sich das nicht ausbreitet. Dadurch, dass jetzt auf so einer Riesenfläche die Fichten durch die Trockenheit vorgeschädigt waren, ist die Forstwirtschaft schlicht und ergreifend nicht hinterhergekommen. Es war einfach nicht mehr möglich, auf dieser großen Fläche so viele vorgeschädigte Bäume dann zu bearbeiten. Das heißt, wir haben im Grunde genommen einen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Kipppunkt erreicht hier. Es war von heute auf morgen nicht mehr möglich, das in den Griff zu kriegen, weil wir gar nicht genug Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter haben, um diesen Job auf dieser Fläche zu tun. In der Folge ist das passiert, was, sagen wir mal, 3 Jahrzehnte Naturschutz nicht geschafft haben, nämlich die Einsicht im Forst,
dass wir die Fichte im Tiefland nicht mehr anpflanzen können und nicht mehr sollten. Das heißt, Sie werden heute keinen Förster mehr finden in Deutschland, der langfristig auf die Fichte setzt, sondern die Fichte ist quasi mit einem Jahr zum nächsten in die Geschichtsbücher verschoben worden. Da stellt sich die große Frage, was jetzt? Die Bundesregierung und die Landesregierung haben schon in 2019 über 1,3 Milliarden Euro bereitgestellt oder in Aussicht gestellt, um diese Schäden erstmal zu bekämpfen. Das heißt, Schäden bekämpfen ist in der, gibt es unterschiedliche Ansichten, aber in einer Logik, dass man halt die Flächen aufräumt, sprich dann abholzt und neu aufpflanzt, aufforstet. Und da stellt sich eben die Frage, ja, mit was denn jetzt eigentlich, wenn es die Fichte nicht mehr ist? Und da kommen wir zu einem wesentlichen Punkt von Kipppunkten, einem Mechanismus. Das ein wesentliches Problem von Kipppunkten in der Klimakrise ist die, dass wenn sowas eintritt, wir auf einmal sehr schnell reagieren müssen, um das System irgendwie zu stützen oder irgendeine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir müssen von heute auf morgen jetzt entscheiden, was wir auf derzeit 285.000 Hektar langfristig auf 2,7 Millionen Hektar überall da, wo die Fichte steht, was wir da anbauen wollen eigentlich. Und da gibt es natürlich vielfältigste Gründe. Das eine ist, wir wollen gutes Bauholz, das soll also schön schnell wachsen und gerade wachsen. Das andere ist aber auch, dass die Wälder natürlich für die Biodiversität eine Riesenrolle spielen. Und wir als Wissenschaft haben gar nicht die Zeit, auf die Schnelle jetzt die verschiedenen Baumarten, die jetzt zu uns ins Gespräch kommen, zu testen. Was macht das eigentlich? Was macht das mit Ökosystemfunktionen und Services? Was macht das für die Biodiversität, für den Wasserschutz, mit dem Boden? Das heißt, jetzt werden halt relativ schnell Arten diskutiert, wie die nordamerikanische Küstentanne zum Beispiel, die im Forstbereich sicherlich schon lange ausgetestet sind. Das heißt, wir wissen, die wachsen gut und die kommen auch relativ gut mit Trockenheit zurecht. Aber was das mit all den anderen Ökosystemfunktionen macht, wissen wir eben nicht gut, haben wir nicht gut erforscht. Das ist also ein wesentliches Merkmal aus meiner Sicht, was Klimakipppunkte bedeuten. Wir müssen plötzlich schnell neue Entscheidungen treffen. Ich würde gerne ein zweites Beispiel bringen. Jetzt habe ich über die Fichte viel geredet, weil das in der Fläche jetzt quasi der Baum war mit der größten Auswirkung. Aber was ist denn mit den anderen Baumarten? Die sind nämlich auch von der Trockenheit betroffen. Und der nächstwichtige Baum in Mitteleuropa ist letztendlich die Buche, die auch hier heimisch überall vorkommt und auch für die Biodiversität und die Ökosystemfunktion entsprechend wichtig ist. Auch die Buche leidet unter dieser Trockenheit. Die Buche ist jetzt auch nicht sonderlich effektiv darin, mit Trockenheit umzugehen. Wir wissen das aus der Vergangenheit, was weiß ich, aus 1956, 1976, wo wir auch schon mal Dürrejahre hatten, dass die Buche da auch im Wachstum an ihre Grenzen kommt und auch eben eine höhere Mortalität dann aufweist, also sprich stirbt. Das, was wir jetzt erlebt haben mit mehreren Dürren nacheinander, ist aber ein ganz neues Level. Auch hier quasi ein Kipppunkt, den wir erreichen, ein ökosystemarer Kipppunkt, von dem wir noch gar nicht wissen, welche Dimension er hat, wie es ausgehen wird. Und auch der hat schon wieder gesellschaftliche Folgen, weil es auch zunehmend Förster und Försterinnen gibt, die sagen, ich werde auch nicht mehr auf die Buche setzen. Auch das ist zu riskant geworden. Auch da müssen wir Ersatz haben. Bei der Buche ist das schwieriger zu beobachten, aber wenn Sie mal genauer hingucken im nächsten Frühjahr oder Richtung Sommer, die wirft ihr Laub von der Grenze, also von der Kronenoberrand her ab und sieht dann so ausgetrocknet aus. Also die macht das erstmal als Anpassung, dass sie Laub abwirft, damit sie nicht mehr so viel transpiriert. Und das ist erstmal auch eine clevere Entscheidung, wenn man so sagen will, aber das hat als Folge, dass eben nicht mehr so viel Photosynthese in dem Jahr passieren kann, dass die Vegetationszeit eingekürzt ist zu dem Moment, wo sie quasi das Laub wirft. Und es kommt zu Memory-Effekten. Das heißt letztendlich, für die eine Saison mag das noch funktionieren, im nächsten Jahr ist es dann schon ein großer Nachteil. Und so setzt sich das fort. Und wenn wir immer mehr Dürrejahre aufeinander haben, wird die Mortalität eben bei der Buche auch drastisch nach oben gehen. Das können wir schon durch diese drei letzten Jahre beobachten. Das heißt also auch da wieder ein Kipppunkt, sowohl ökosystemar als auch gesellschaftlich. Wie gehen wir jetzt damit um? Was wollen wir in Zukunft mit unserem Wald eigentlich anstellen? Es gibt verschiedenste Antworten, wie wir eingreifen könnten. Zum Beispiel wissen wir bei der Buche, dass die sehr viel mehr Möglichkeiten hat, also sehr große phänotypische Plastizität, sagen wir. Das heißt, es könnte Ökotypen geben, die besser mit Trockenheit zurechtkommen, als das die meisten tun, die jetzt gerade sozusagen den Bestand bilden. Aber auch da ist wieder, dass wir die Zeit nicht haben werden, das bis zu Ende auszutesten, weil wir auch hier wieder zu schnellen Entscheidungen kommen müssen.
Das heißt, abschließend kann man sagen, allein diese zwei Dürrejahre 2018, 2019, von 2020 haben wir noch keine Zahlen wirklich, aber auch das sah nicht gut aus. Es ist im Grunde eine Zäsur in der im deutschen Wald, also so klar muss man sagen. Und zwar erstmalig auch in der Forstwirtschaft, wo ganz klar komplett neue Entscheidungen getroffen werden, wie wir den Wald in Zukunft bewirtschaften. Es ist eine Zäsur für gesellschaftliche Entscheidungen, weil wir uns natürlich fragen müssen, wie sind all die anderen Dinge, die wir im Wald wichtig finden, wie den Erhalt der Biodiversität, den Erhalt des Bodens, der Wasserressourcen. Die Entscheidungen stehen auch an. Und die Zeit dafür ist sehr knapp geworden. Das heißt, es wird natürlich jetzt agiert, es wird jetzt finanziert. Und der Naturschutz oder die ökosystemare Betrachtung fällt dann aufgrund der längeren Zeiten, die wir brauchen, oftmals in den Hintergrund. Das heißt also, natürliche Verjüngung zum Beispiel, um Selektionsprozesse zu ermöglichen, damit die Ökotypen der Buche nach vorne kommen, die vielleicht mit Trockenheit zurechtkommen, das sind Prozesse, die brauchen länger. Und die Zeit werden wir wahrscheinlich nicht haben. Die Quintessenz, wenn wir den Wald angucken, die Auswirkung des Klimawandels auf den Wald, ist, dass wir durch die Klimaveränderung immer wieder zu Kipppunkten kommen werden im Ökosystem. Und weil wir Menschen ungeduldig sind und Gesellschaften ungeduldig sind, es umgehend in gesellschaftliche Kipppunkte münden wird. Und die einzige Konsequenz, die wir eigentlich daraus ziehen können, ist, dass wir die Geschwindigkeit des Klimawandels so schnell es geht einfach runterdrücken müssen, damit die Kipppunkte länger brauchen, bis sie kommen, und wir mehr Zeit haben, um ausgereifte Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es ist absolut notwendig, dass wir einfach möglichst radikal, möglichst schnell ins Handeln kommen und nicht länger die Dinge auf die lange Bank schieben. Vielen Dank.